Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem schönen, ja, zu diesem schönen Herbsttag hier in Mad Eagle Dynasty. ja, wird wieder eine spannende Folge, hoffe ich. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns dieses Spiel hier reinziehen, von vorne bis hinten, von oben nach unten, von links nach rechts, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, vergesst den Kommentar nicht und ein Like wäre auch nicht schlecht. Das füttert den Algorithmus und das tut uns allen gut. Und ich würde sagen, ja, damit let's go. Ich bin ja mega zufrieden, dass wir jetzt die Schweine haben. Ich guck gleich mal, haben wir denn schon Dung produziert? Wir haben ja jetzt auch eine Scheune, können wir vielleicht schon Dünger herstellen? Ja, wir haben 15 Dung. Oh, sehr, sehr gut. Was brauchen wir, um daraus Dünger zu machen? Ich glaube auch, dass wir Stroh dafür brauchen, ne? Oder? Irgendwie war doch da was. So, Dünger. Nee, brauchen wir. Wir brauchen einfach nur Dung. So, 7 Dünger haben wir hergestellt. Dung werfe ich auch mal wieder rein. Also, jetzt funktioniert es fast automatisch alles. Also, jetzt stellen wir sehr, sehr viel her. Und 75 Fleisch haben wir. Wo habe ich das denn her? Ach, von den Wildschweinen. Stimmt. Da können wir wieder Kohlsuppe herstellen, ne? Und wir könnten aus den Stöckern, die wir jetzt noch im Inventar haben, die hier gesammelt wurden, erstmal den Zaun hier fertigstellen. Hinter meinem Materiallager. Hat fast genau gereicht. Ja. Jetzt haben wir das Materiallager und das Nahrungsmittellager so ein bisschen eingezäunt. Und wir haben ja ein neues Gebäude. Wir können wieder ein Pärchen einstellen. Und da ist jetzt die Frage, nach was suchen wir? Nach Landwirtschaft? Eigentlich schon, ne? Also wir wollen noch Leute, die auf jeden Fall jetzt im Herbst noch die Kohlköpfe ernten. Die wir noch auf dem Feld haben. Ja, und dass da einfach Leute arbeiten in dem Ding. Dass das wieder neu gedüngt wird und so. Ich glaube, das ist wichtig. Also wir können uns auch wieder am See umsehen. Das ist jetzt die neue Quest. Sieh dich am See um. Das werde ich auch am nächsten Tag mal machen. Und dann werden wir gleich drüben an dem See, an dem Dorf am See, schauen, ob da jemand ist, der Landwirtschaft kann. Einen Eimer. Achso, wir brauchen 2 Bretter für einen Eimer. Aber wir müssen uns auf jeden Fall schon mal das Schemata kaufen. Ich werde mir noch ein paar Eimer herstellen und gleich ein bisschen Wasser produzieren. Ah, die machen auch das Feuer selber an, habe ich gerade gesehen. Sehr schön. Haben wir nicht Bretter irgendwo? Wir haben keine Bretter mehr? Dann stelle ich noch welche her. Ist ja kein Problem. So, 8 Eimer haben wir jetzt hergestellt aus 16 Brettern. Das sollte eine Weile reichen, wenn wir die jetzt mit Wasser füllen. Bin bestimmt gleich hart überladen. Oh, es geht sogar. 9 Eimer mit Wasser kann ich noch tragen. Es geht. So, 26 Kohlsuppen können wir jetzt herstellen. Ich glaube, weil wir immer 3 Fleisch pro Kohlsuppe brauchen, ist der Ertrag jetzt nicht so groß. Wir brauchen halt mehr Fleisch. So, aber wir können uns schlafen legen. Auf der Rücktür können wir ein bisschen jagen gehen. Jetzt macht es gerade gar keinen Sinn, weil wir wahrscheinlich dann wieder krass überladen sind, wenn wir da hinkommen. Wenn wir jetzt hier irgendeinen Wiesent mitnehmen oder so. Aber auf der Rücktour, da können wir wieder jagen. Und dann können wir wieder aus dem Fleisch dann wieder Kohlsuppe machen. Aber erstmal gucken wir mal, dass wir die Quest erfüllen. Diese mit dem scheiß Rotaugen da und den kleinen Balk. Mal sehen, wer jetzt den Zettel geschrieben hat mit den Rotaugen. Und ob der sich die jetzt geholt hat. Da steht bestimmt drin, mach noch mehr. Der Korb ist wieder leer und neben ihm liegt ein weiterer Brief. Dieser Brief sieht dem ersten ähnlich. Die krummen Buchstaben setzen sich in etwa zusammen zu. Gut, sehr. Jetzt mehr Fisch. Barsche in Korb. Sanft. 25.05. Sanft. Wer ist denn sanft? Lege 20 Barsche in den Korb. Alter, was ist das für eine Quest? Also ich mach das, weil ich jetzt angefangen habe und einfach durchziehen möchte. Aber trotzdem, also... Guck mal, sie hat 3... Alter, sie hat ultra gute Werte. Der über eine 3.
Und sie ist 21. Ich nehme mich mit. Ich nehme mich mit. Mit Borga. Der Rest von euch, den kann man echt vergessen. Höchstens ihn hier in Gewinnung. Weil ja unsere Holzfällerin bald ausscheidet durch Schwangerschaft. Aber da können wir immer noch gucken. Ja, hier in Handwerk. Ja, ich gehe da lieber nochmal zum anderen Ort und suche mir jemanden raus, der wirklich Landwirtschaft drauf hat. So, du arbeitest mal im Feldschuppen. Warte mal, irgendwas ist in der Verwaltung jetzt los. Jagdhütte hat... Ja, ja, doch, Messer sind noch da. Aber... Wir haben halt keine Ressourcen, ne? Die müssen jetzt erstmal Fleisch besorgen. Ich mach mal hier Trockenfleisch weg. Komm, wir machen kein Trockenfleisch mehr. Ist gut jetzt mit Trockenfleisch. Machen wir lieber den Rest in Fleisch rein. Damit er ordentlich gejagt wird. Irgendwas ist doch noch. Das übersehen? Nö. Na, ja, jetzt ist das auch weg, das Zeichen. Sehr gut. Dachte kurz. Da hinten ist der Typ. 20 Barsche. Mal sehen, ob er 20 Barsche dabei hat. Müssen wir bestimmt wieder bis zur nächsten Jahreszeit warten. Bla bla bla. How are you? 21 Barsche hast du. Dein Glück. Dein Glück, mein Freund. Nimm mir mal meine Kohlsuppe ab. 325, ja geil. Und dann nehme ich dir 20 Barsche ab, kosten 300, ja. Only the best products here. Also, wie viel ich für diese Quest schon ausgegeben habe. Und ich glaube aber auch, dass niemand das geangelt hat für diese Quest. Das glaube ich einfach nicht, weil Angeln einfach in diesem Spiel so unfucking fassbar schwierig ist. Das hat niemand geangelt. Glaube ich nicht. So. Warte auf die nächste Jahreszeit. Ist das behindert? Entschuldigung, das sagt man nicht. Ist das dumm? Steinpfeil, Steinpfeil. Oh, ich habe noch 7 Steinpfeile. Das ist nicht viel. Ich glaube, das reicht nicht für ein Wiesent. Jetzt habe ich noch 6 Steinpfeile und habe nichts getroffen. Schön. Kann doch nicht sein, stirb doch mal. Möchte ich mit der Axt da liegen, mein Freund? Komme. Keine Pfeile mehr. Warte mal. Doch, hier habe ich noch 2. Die könnten helfen. Komm, dich hau ich auch mit der Axt um. Ja, ich muss mir erst wieder, Pfeile craften. Das kann hier so nicht weitergehen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ohne Ammo läuft hier nichts. Ich mache jetzt nochmal einen Schwung Kohlsuppe. Und vielleicht tue ich die einfach mal in mein Nahrungsmittellager, damit meine Leute auch mal auf den Geschmack der wohlriechenden Kohlsuppe kommen. Und vielleicht auch die, ein bisschen, die Zufriedenheit in meinem Dorf ein bisschen hoch geht. Ne? Wenn die das hier schon geil finden, dass sie so viel Kohl ernten dürfen, dann können die auch ein bisschen Kohlsuppe bekommen. Tu auch mal die Holzscheine hier rein, damit ich einfach nicht vergesse beim nächsten Kohlsuppen kochen. Das Verdorbene können wir auch mal rausnehmen. Daraus könnten wir Dings machen. Dünger. Nehmen wir auch gleich den Dung hier wieder raus. 9 Stück haben wir davon. Und produzieren nochmal Dünger, damit die neue Angestellte, die jetzt am Feld arbeitet, oder die ist halt noch gar nicht da, aber die, wenn die ja dann am Feld arbeitet, dass sie dann auch Material hat. Was wollte ich nochmal machen? Genau, meine Holzhütte ein bisschen umstellen, weil wir haben jetzt sehr viel Stöcke gemacht, ne? Und wir brauchen aber wieder ein bisschen Holz. Wo war die Holzhütte?
Ja, Holzschuppen. Was tust du gerade? Ja, mach mal 50% Stöcke und 50% Holzstämme. Guck mal, es sind immer noch 15 am Tag. Das ist doch gut. Ach ja, und ich wollte was testen. Heute ist der große Teststream. Bronze-Spitzhacke. Nehme ich mal ins Inventar und tu mir die mal auf die 1. Wir nehmen hier ein bisschen Stein abbauen und vor allem einen Weg anlegen, der von hier da hochführt. Und dann möchte ich sehen, ob der auch benutzt wird von meinen Dorfbewohnern. Ich kann hier gar keinen Weg hochbauen. Dann müssen wir das anders. Also kann ich wirklich keinen Weg hier hochbauen? Ich guck mal ganz kurz, wie das werden könnte. Also ich könnte den Weg so ein bisschen andeuten, ne? Tja, also ich glaube nicht, dass hier irgendjemand hochläuft. Wie lange müsste ich laufen, um da drüben einen vernünftigen Weg hinzumachen? Schon lang, ne? Wie sieht's auf der anderen Seite vom Wasserfall aus? Da ist ja da oben schon ein Weg. Aber da hinten, an der Stelle da, ne? Da könnten wir mal gucken, ob wir da irgendwie einen Weg hochkriegen. Ich schau mal, das kriegen wir schon hin. Ich verabschiede mich noch nicht von der Idee, dass wir hier oben auch bauen. Ach, hör auf, I'm dying of thirst. Das stimmt doch gar nicht. Guck mal, hier oben ist der Weg. Und da unten müssen wir hin. Das kriegen wir doch irgendwie hier hin. Kann mir doch keiner erzählen, oder? Hier können wir hier hoch. Probier mal. Wenn nicht, reiße ich den Weg wieder ab. Kein Problem. So, da geht's jetzt hoch. Ich muss erstmal was trinken. Sonst, der regt sich hier ständig auf, er muss was trinken, bla bla bla. Ziel ist einfach, einen durchgängigen Weg zu machen. Ohne, dass ich irgendwie schummeln muss zwischendurch. Und hier geht's nämlich schon los. Hier müssen wir halt durchschummeln, uns. Das geht leider nicht ohne Schummeln. Das ist sehr, sehr schade. So. Jetzt geht's hier so runter. Hier muss man schon aufpassen. Hier darf man nicht zu alt sein für den Weg, ne? Und dann hier so runter. Und dann hier. Und da. Und so. Und dann ist man wieder unten. Okay. Gefällt mir erstmal so. Ist zwar nicht eine hundertprozentige Lösung, aber so ein bisschen, ne? Hier drüben kann man auch da hochgehen. Es ist auf jeden Fall ein Weg. Es ist ein Weg. Lassen wir es so. Und dann kann man halt da oben halt sehr, sehr schön da oben noch Gebäude draufsetzen. So, wollen wir mal gucken, ob unsere Tante jetzt schon da ist oder ob die sich noch feiern lässt. Also hier arbeitet noch niemand auf dem Feld. Leider nein, leider gar nicht. Was denn hier los? Aber wenn ich jetzt schon einmal die Spitzhacke in der Hand habe, ich habe nämlich auch einen Tipp bekommen, wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht ein bisschen was aus der Mine rausbekommen. Und dann gucke ich mal, für was ich dann das Erz verkaufen kann. Oder vielleicht können wir sogar auch schon Barren schmelzen oder so. Vielleicht sind die Schematas gar nicht so teuer, aber ich bin auch wirklich wieder blank, ne? Entschuldigung. Kupfer und Zinn. Wie heißt die Legierung aus Kupfer und Zinn? Na? Richtig. Bronze. Irgendwann haben wir Bronze-Werkzeuge. Und nur die. Das wird super. Salzader, okay. Aber es ist eine schön große Mine. Aber die wird halt noch größer, wenn wir davor halt so ein Gebäude setzen. So ein Minengebäude, ne? So ein Bergbaugebäude. Dann wird das ganze Ding nochmal tiefer. So, jetzt habe ich den Fehler gemacht, jetzt habe ich so viel dabei, dass ich schon hart überladen bin. Immer noch.
ich mal das Salz raus. Immer noch, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt können wir gleich mal gucken. Kupfererz bringt 8 pro Erz. Also 4 im Verkauf. Können wir gleich mal gucken, ob ich das eventuell schon schmelzen darf. In der Spiele. Ah ja, können wir. Tatsächlich. Okay, na dann stellen wir doch mal Kupferbarren her. Und jetzt noch Zinnbarren. Da könnten wir theoretisch auch gleich Bronzebarren herstellen. Ja, sehr gut. Stellen wir auch gleich Bronzebarren her. 6 Stück. Aber Bronzewerkzeuge kann ich noch nicht herstellen. Da fehlen mir einfach die Technologiepunkte für. Kupfer könnte ich theoretisch schon herstellen. Aber ich... Entschuldigung. Mir fehlt die Kohle für die Rezepte. Aber Bronzebarren, einen, kann ich jetzt für 45 verkaufen. Und ich habe 6 davon. Dann würde ich jetzt vielleicht mal mit den Barren... Ich gehe mal in die große Stadt und schau mir nochmal an, wer da am Feuer sitzt, wenn ich noch mitnehmen kann. Wir brauchen ja noch einen Typen, der eventuell Landwirtschaft kann. So, bei dir verkaufe ich jetzt erstmal meine Bronzebarren. 170, ja. Kupferbarren kannst du mir auch gleich abnehmen. Und den Fischerspeer brauche ich auch eigentlich nicht mehr. Also, das macht gar keinen Sinn. Gar keinen. Only the best products here. Have a nice day. Mach's gut. So. Und jetzt zum Feuer, da wo die Typen sind, die man rekrutieren kann. Ihr habt keinen einzigen Mann hier? Hört auf. Have you ever wondered what a world without kings would look like? Aber sie ist halt auch eine sehr, sehr gute. Wir haben alle sehr, sehr gute Landwirtschaftswerte, außer die da hinten. Aber keinen Typen. Das ist schlecht. Dann kann ich mit euch nichts anfangen. Ich brauche einen Mann. Für eine Frau habe ich einfach. Würde mir jetzt einfach noch eine Dings fehlen. So, unser Feld benenne ich mal um in Kohl. Kohl 1, nennen wir es mal. Ah, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ah, da habe ich mich drauf gefreut. Sehr schön. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen. Der nächste Tag ist, glaube ich, der letzte Tag des Herbstes. Ich bin halt mega dreckig. Guck mal. Ich muss mich waschen. So habe ich jetzt geschlafen. So, ein Bad nehmen, bitte. So. Bin ich wieder frisch. Die Locken sind geföhnt. Sehr, sehr schön. So, wir haben wieder eine Verwaltung. Ein Gebäude, was Probleme hat. Der Holzschuppen hat kein Werkzeug. Dann werden wir Werkzeug herstellen müssen. Dafür, wir machen wieder... Ganz normal Steinwerkzeug, ne? Dafür nehmen wir erstmal die Steine. Und die Sticks. So. 3 Steinäxte können wir herstellen. So, viel Spaß. Können Sie damit arbeiten erstmal. Mal gucken, wenn ich jetzt Kupferwerkzeug herstellen möchte. Was bezahle ich da pro Schemata? 150, ne? Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir tatsächlich Kupferäxte herstellen. Ich gehe nochmal in die Mine zurück, guck mal, ob ich noch ein bisschen Kupfer finde. Ich habe jetzt einfach mal das Schemata gekauft. Wir probieren das aus. Ich bin zwar wieder blank vom Geld her, aber irgendwann machen wir schon wieder Kohle. Spätestens, wenn wir ein Schwein haben, was dann groß wird und wir das verkaufen können. Also wenn es ein Eber ist. Bei einer Sau würde ich die, glaube ich, stehen lassen, dass wir einfach mehr produzieren. Also sie ist schon mega lang, die Höhle hier. Also ich kann mich hier drin fast verlaufen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Spot, an dem wir hier sind. Guck doch mal, da geht's noch lang. Hier können wir noch was abbauen. Das hier ist auch Kupfer. Krass. Wenn das mit jeder Jahreszeit wieder nachwächst,
haben wir auf jeden Fall hier viel zu tun. Boah. Hier hinten ist erst das Ende der Höhle. Aber Eisenerz habe ich nicht gefunden. Das können wir dann bestimmt aus dem... Wenn wir jetzt ein richtiges Haus hier hinstellen, so eine Bergarbeiterhütte, dann kann die das bestimmt hier rausholen. Aber wir finden das jetzt als richtige Ressource erstmal nicht. Wisst ihr, was ich meine? 45 Kilo Stein, ja. Das ist ein bisschen viel. Aber warte mal, wir können gleich nochmal Holzstämme mitnehmen, weil wir, dann machen wir gleich extra. Nimm mal 20 mit. Also ich sehe noch niemanden am Feldschuppen arbeiten. Was ist da los? So 20 Kupferbarren können wir jetzt machen. Schön. So, Kupferwerkzeuge, Kupferaxt. 5 Stück können wir herstellen. Machen wir auch mal. So. Eine Kupferaxt verkaufen wir für 180. Die Hälfte davon sind 90. Ja. Ja. Es geht schon ganz gut klar. Es ist gar nicht so schlecht. Ich pack die erstmal in meine Kiste, in mein Haus. Und ja, wir machen davon noch ein paar. Demnächst. Und werden die dann verkaufen. Kupferwerkzeug. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Schemata zu kaufen. Doch, sie arbeitet da. Okay. Sie düngt schon. Verstehe. Dann werden wir ihr gleich mal unter die Arme greifen. Oh, sie hat auch schon geerntet alles, ne? Ja, wir greifen ihr unter die Arme und stellen Dünger aus dem Dung her, der Schweine. Er hat ja noch den ganzen Winter, um das zu düngen. Im Winter kann sie ja kein Kohl anpflanzen. Deswegen, ja, wird das schon. Weil wir jetzt gerade nur 13 Dünger haben. Ist schon okay. Tierfutter müssten wir halt nochmal checken. Ob wir davon genug haben. Tonbewurf könnte man das Schema da auch freischalten. Ton und Stroh. Aber ich glaube, ich würde erstmal eine Grabungshütte bauen. Und zwar hier drüben. Hier so, links von der Höhle. Bauen wir jetzt einen Grabungsschuppen. Es hat jetzt nichts mit der Höhle zu tun, aber es sieht einfach, das Gebäude gehört so ein bisschen zum Bergbau mit dazu. Wisst ihr, was ich meine? Neues Level in Produktion und wir haben den Grabungsschuppen freigeschaltet. Schönes Gerät. So, jetzt gucken wir gleich mal in den Fähigkeiten, was wir da leveln können. Baumeister. 5% langsamer Haltbarkeitsverlust von Hämmern. Ja, das fühle ich. Und ja, das leveln wir gleich nochmal. 15% weniger Haltbarkeitsverlust bei Hämmern. Fühle ich. Ja, wir haben diese Folge ein bisschen, wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir haben ein Mädchen, eine junge Frau, 21 Jahre in die Stadt geholt, die jetzt sich um unsere Ernte kümmert und so um unser Kohlfeld, das schön düngt. Die Schweine machen ihren Job, die kacken ganz viel, sehr, sehr gut. Und wir waren in unserer eigenen kleinen Höhle drin, haben die ersten Metalle abgebaut und auch schon Metall verkauft. Und beim nächsten Mal werden wir dann schon Gegenstände verkaufen, die wir aus den Metallen geschmiedet haben. Ist das krass oder ist das krass? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's mal wieder mit dieser Folge von Medieval Dynasty. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Kommentar und ein Like. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.